Hi, hier ist dein Arik F. Ja, du siehst ja diesen Luftsonnenkollektor hinter mir und wie ich den anbringe, zeige ich in einer Videoreihe. Und in diesem Video zeige ich dir, wie ich die Kernbohrung dafür gemacht habe, zusammen mit meiner Frau. Und ja, dass das auch geht und du das auch machen kannst. Also, los geht's. So, ich will euch jetzt mal die Bohrkrone zeigen. So, ich habe hier, das ist nicht die, mit der ich bohren werde, das ist eine 102er. Die habe ich damals so für die Heizungsinstallation gebraucht, weil ich da ein paar Kernbohrungen brauchte. So, und ich habe hier so eine Version hier für eine Bohrkrone, die könnt ihr euch bei eBay besorgen. Ja, das Ding kostet je nachdem, was ihr haben wollt. Und das fängt so bei 40, 50 Euro oder so an für so eine Bohrkrone. Und nach oben hin könnt ihr da auch ein paar hundert Euro ausgeben. Ja. So, aber wenn ihr nicht die ganze Zeit am Kernbohren seid, reicht ihr euch irgendwie so ein normales Teil. Das könnt ihr auch bitte verleihen. So, und dann holt ihr euch sowas hier und dann gibt es hier einen Adapter für so einen SDS-Schaft. Also das ist, glaube ich, ein Viertel Zoll irgendwie Gewinde hier. So, und dann gibt es einen Adapter dazu. Das verlinke ich alles unten. Ja, könnt ihr euch dann besorgen. Der Adapter, ich weiß nicht, kostet auch nochmal 20 Euro oder so. So, also habt ihr, wenn ihr euch das einmal kauft, habt ihr bei der ersten Kernbohrung schon gespart, weil als bei mir mit dem Durchmesser eine Kernbohrung hier gemacht wurde, wollte der Betrieb, glaube ich, 3 Euro pro Zentimeter haben. Ja? So, sodass ich halt hier bei 5 Löchern oder so irgendwie bei, ich weiß gar nicht, bei 350, 400 Euro rausgekommen bin. Ja? So, als ich gesehen habe, dass das irgendwie voll das einfache Zeug ist, das zu machen, habe ich gedacht, ich kaufe hier so eine Bohrkrone und mache selber. Und dann habe ich jetzt brauchte ich tatsächlich noch mehr Löcher und habe mir die dann auch selber gebohrt und ist echt super einfach. Ja. So, und ich habe zwei Stück, weil hierfür brauche ich eine größere, eine 132er. So. Also muss ich einmal hier diesen SDS-Adapter hier dran hier einmal umschrauben. Und dann nehmt ihr einfach eine ganz normale Bohrmaschine. Ja, das sollte keine super schwache sein, weil das ist ja auch ein schweres Zeug. Da muss ein bisschen Leistung haben. Aber ich habe hier auch nicht so eine super starke Bohrmaschine, das ist hier 800 Watt, ja? So, und die reicht aus, um diese Kernbohrung zu machen, ja? Also eine bessere von Metabo, aber 800 Watt ist also halt nicht so eine super fette Bohrmaschine, reicht aber aus. So, das heißt, SDS mit SDS-Adapter und einer normalen Bohrmaschine seid ihr dabei. Also ich wechsle das jetzt und dann geht es gleich an die Kernbohrung. Also, wir haben jetzt festgestellt, den Ansatz zu kriegen mit dem dicken Bohrer, das ist echt schwer auf dem Klinker. Bei dem kleinen Kernbohrer, mit dem kleinen Kernbohrer war das okay, da ging das, aber mit dem großen, auch hier mit dem auf der Leiter, ist das echt zu heftig. Deshalb werde ich Folgendes machen: Ich zeichne einmal hier die Bohrung ein und dann werde ich mit dem Bohrer einfach erstmal schon mal in den Klinker reinbohren, sodass ich einmal einen Kreis habe, damit ich dann halt den Kernbohrer darin versenken kann und dann den Rest mit dem Kernbohrer machen. Also den Rest, das Hauptstück. Ja. Nur empfehlen, euch Mundschutz und Augenschutz zu besorgen, am besten auch Gehörschutz. Ich habe es gerade bei mir nicht gefunden. So, was ihr auch noch braucht, sind Handschuhe. Nein, weil einer muss erstmal den Bohrer festhalten, bis er einmal drin sitzt. So, und zwar keine gummierten, weil sonst bleibt er ja kleben. Ne? Das müssen welche sein, die glatt sind. So. Thank you.
Ist die Klinkerschicht. So, und ich habe ja in anderen Videos erzählt, dass ich bei mir Hohlraumdämmung eingebracht habe. Ihr könnt euch die Rechnung mal angucken, wie das aussieht. Ach, sehr gut. Sieht das aus? Guck mal. Seht ihr das? Da dieses weiße Zeug. Das war die Hinterlüftung. Da hinten. Und da sind diese paar Zentimeter noch eingeblasen worden. Ich wollte ja sowieso mal gucken, ob das richtig gemacht wurde. Und wie ich sehe, ist das richtig schön drin. Also sehr gut. Das gefällt mir. Wenn das überall so aussieht, dann haben wir die Schicht richtig dicht gekriegt. Und dann sollte sich das auch lohnen irgendwann. Ne? Okay, ja, und dann geht es jetzt einfach flott weiter. Ne? So durch das Mauerwerk und dann kommen wir innen drin raus. Ja, so, da war ein hartes Stück Arbeit. Also mit dem Durchmesser ist das schon ganz schön anstrengend, ja, so ein Ding zu bohren. Aber da muss man einfach hartnäckig bleiben. Ja. Geht nicht, gibt's nicht. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. So, so das ist jetzt natürlich keine perfekte Bohrung hier. Ich bin ein bisschen nach rechts abgeglitten und ein bisschen nach unten. Irgendwie so 1-2 cm nach rechts und 1 cm nach unten. Aber ist ja wurscht. Interessiert mich ja nicht. Hauptsache hier vorne hinten sind die Löcher sauber. So, so sieht's aus. Ne? Und hier noch, könnt ihr nochmal echt die Kerndämmung da sehen. Aber die ist echt gut gemacht worden. Also doch. Sieht gut aus. Ja. Ich war da echt immer skeptisch, ne? Weil man kann ja da schlecht reingucken. Aber das sieht gut aus. Ja. So, okay. Das eine Loch ist ja jetzt schon mal da. Jetzt brauchen wir noch ein Loch. So, und das mache ich dann genauso. Ne? Das filme ich dann aber auch nicht mehr. Ja, das war's in diesem Video. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, gib mir einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, drück unten auf die Glocke, dann wirst du über neue Videos informiert und kommentiere bitte konstruktiv und verteile das an jeden, den das interessieren könnte. Ich möchte auch noch auf mein Angebot hinweisen, dass ich kostenlose Beratung anbiete zum Thema erneuerbare Energien, das heißt Solarthermie, PV, Wärmepumpe, auch inzwischen irgendwie Elektroautos, alles, was ich um den Bereich weiß. Ja, kann ich euch umsonst vermitteln in einer Online-Session oder einer, in einem Telefonat. Wie das geht, steht hier unten. Ist absolut kostenlos und unverbindlich. Ja, ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Tschüss, dein Arik F.